Also das mit dem Training, ne? Das ist totaler Quatsch. Ich habe mir jetzt so ein Tänzgerät gekauft und er macht dieses Elektronik für mich. Muss ich nichts mehr mitheben und so. Völlig stressfrei. So, Digga, mit diesen Elektrostimulationsgeräten, ne? Da muss man doch dann gar nicht mehr seine Gelenke belasten. Da kann man das doch einfach so machen. Da kriegt der Muskel doch dann so den Reiz und dann wachsen die doch von alleine, oder nicht? Muskelaufbau durch Elektrostimulation? Ja, moin Leute, herzlich willkommen im heutigen Video. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich wurde das wieder auf irgendeiner Fitnessseite gepostet oder so, aber in letzter Zeit häufen sich bei mir die Anfragen nach dieser Elektrostimulation, Tänzgeräten, diesen Klebepads, die man sich draufpackt und dann kriegt man immer so Stromschläge und dann kann man unterschiedliche Trainings auswählen, womit man dann halt unterschiedlich stimuliert wird da und ich weiß nicht so wirklich, warum das da jetzt auf einmal, also wie gesagt, ich rede hier mal wieder über den Hobbysport und die Leute reden dann davon, damit Muskeln aufzubauen. Wahrscheinlich hat das irgendein findiger Typ wieder gesehen, auf einer Seite, möglicherweise oder häufig bei irgendwelchen Powerliftern, die dann halt eine EMS-Therapie kriegen als Regeneration und dann haben sie gesagt, guck mal, der Powerlifter, der macht EMS-Therapie und deswegen sieht er so aus und hat so viel Kraft und bla bla. Anders kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Also diese EMS-Geräte sind halt im Prinzip nichts anderes als Elektroden, die du dir auf die Haut klebst, so. Damit schiebst du halt dann quasi einen Stromimpuls von einem Pad zum anderen, so. Zwischendrin ist ein Muskel, der wird gereizt, kriegt dann halt seinen Impuls und dann kontrahiert der halt. Ja, und je nachdem, wie stark dieser Impuls ist, dementsprechend stark kontrahiert der und je nachdem, wie schnell der ist, dementsprechend, ja, schnell kontrahiert der. Also das geht von leichtem Zucken bis wirklich, keine Ahnung, da 30 Sekunden Dauerkrampf, ja. Jetzt zu sagen, ich bleib die ganze Zeit auf der Couch liegen und werd stark über Nacht und sehe morgen aus wie Ronnie Coleman, weil ich einen ganzen 9-Volt-Block-Batterie leer gepumpt habe in mein Tänzgerät. Vielleicht nicht so das Wirkliche. Also, letzten Endes sind Muskeln schon immer abhängig von einem gewissen Gegenreiz, ja, weil du erzeugst eine Kraft, indem du halt, also du hebst ein Gewicht an, indem du eine Kraft aufbringst. Diese Kraft ist quasi die Gegenkraft gegen die Schwerkraft von dem Gewicht, also quasi das Aufheben so. Das heißt, das Gewicht wirkt nach unten. Dementsprechend kann man auch immer so schön die Leute beobachten, die dann Bizeps-Curls so machen, so. Und im Prinzip das Gewicht bleibt die ganze Zeit auf einer Ebene zum Erdboden so und dementsprechend hast du quasi eine isometrische Belastung, die meistens irgendwo in der Schulter hängt oder im unteren Rücken, weil hier bewegst du ja nicht viel. Ja, du kannst ja so die ganze Zeit die Arme da drunter hin und her schaukeln so und dann hast du ja nicht den Bizeps trainiert so. Dementsprechend ist es schon irgendwie sinnvoll, das Gewicht über die, ja, über das Gliedmaß halt natürlich nach unten und nach oben zu bewegen. Das fehlt dir so ein bisschen bei dieser EMS-Tens-Geschichte. Was natürlich funktioniert, ist die Durchblutung. Also das heißt, dadurch, dass du diesen Muskel kontrahierst, so wird natürlich Blut reingepumpt, Blut rausgelassen, Blut reingepumpt, Blut rausgelassen. Das ist natürlich dann wieder so eine Geschichte mit Nährstoffversorgung. Dann hast du natürlich noch Abtransport von irgendwelchen Abfallstoffen, Reststoffen, was auch immer so, wird halt häufig angewendet bei, also daher kenne ich es jetzt tatsächlich aus dem Powerlifting-Strongman-Bereich, wenn die Leute halt so schneller regenerieren wollen, besser regenerieren wollen, was auch immer, dann hauen die sich diese Tens-Dinger drauf und dann wird da Strom reingejagt. Natürlich, wenn das natürlich die Profis in den Bereichen machen, so, dann ist da halt auch immer ein Haufen Stoff dabei. Weil ich habe ja letztendlich in der Hypertrophie-Reihe erzählt, wie das so funktioniert mit Muskelwachstum, dass du quasi den Reiz brauchst, dann brauchst du irgendwie Wachstumsfaktoren, so Prostaglandine, kaputte Muskeln, bla bla bla. Und du hast natürlich nicht diese konstante Versorgung mit ja, diesen ganzen Wachstumsfaktoren, wenn du halt dann nur so den Zitterring machst, weil du dir so ein EMS-Ding irgendwie an die Birne klebst. Letztendlich kann man es im Hobbysport gebrauchen? Ich glaube nicht. Ja, also klar, es wird halt eingesetzt, so ist jetzt Reizstromtherapie, bla bla und so. Es wird eingesetzt von, ja, Profis in dem Bereich so. Dann meistens auch in bestimmten Intervallen, in bestimmten Zyklen, Prozederen, die dann halt von ihren Physios oder was auch immer eingesetzt werden, so. Aber damit Muskulatur aufzubauen,
Ja, also es klingt für mich wieder wie die schnelle Abkürzung, diesen, ich will mal kurz bescheißen Weg nehmen, will nichts machen und will morgen aussehen wie Fitnessmodel oder wie so ein, was weiß ich, den perfekten Strandkörper über Nacht. So, ne? Also im Prinzip am besten kontinuierlich weiterfressen, weil ich mache ja 8 Stunden am Tag meine Tanztrainings und ja, also es ist leider so, wenn man so aussehen will, als wäre man fit, muss man auch irgendwie fit dafür sein. Das ist natürlich dann immer so ein gewisses, ja, zweischneidiges Schwert, weil es gibt natürlich noch solche Performance-Enhancing Drugs, so, aber ich habe es ja auch schon mal gesagt, ein nasses Toastbrot bleibt ein nasses Toastbrot, egal wie viel Testo du da reinspritzt. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, wenn ihr sportlich sein wollt, wenn ihr aussehen wollt, als könntet ihr 100 Kilo Bank drücken, dann müsst ihr 100 Kilo Bank drücken. Wenn ihr aussehen wollt, als würdet ihr, keine Ahnung, 100 Kilo beugen, dann müsst ihr 100 Kilo beugen. Natürlich geht das auch wieder mit Isolationsübungen fürs Bodybuilding-Bereich so, aber das zu ersetzen mit irgendeinem kleinen netten Kasten mit ein paar Elektroden, die dann halt ein paar Elektrosignale da durch euren Körper jubeln. Also, wie gesagt, zu Regenerationszwecken, um da tatsächlich diesen Muskel die ganze Zeit so, ja, massieren von innen quasi, kannst du es ja sagen, so, dass er halt quasi die ganze Zeit da am Pumpen ist, dass Blut reingeht, Blut rausgeht. Ja, dafür ja, aber ob das im Hobbysport irgendeine Anwendung finden sollte, weiß ich nicht. In meiner Welt ist es wieder nur irgendwas von der Industrie, die halt irgendwie einen dicken Jungen gesehen hat, dessen Physio oder der selber halt irgendwas mit so einer EMS-Geschichte gemacht hat, gesagt, oh, das können wir kurz ausschlachten. Es gibt ja genug Leute, die dafür bereit sind, irgendwie, was weiß ich, Dinger kosten ja von 30 bis 300 Euro oder so, Geld auszugeben mit verschiedenen Programmen und bla und blub und ja, meine Güte. So, in meiner Welt, lasst es sein, tut nicht Not, wenn ihr tatsächlich Probleme mit der Regeneration habt, dann ja, guckt, ob eure Ernährung stimmt, guckt, ob eure Mobility stimmt, fangt an, tatsächlich euch zu massieren oder massieren zu lassen, ja, und wenn alles nicht hilft, so, wenn alles stimmt und so, dann ist euer Sportvolumen wahrscheinlich einfach zu hoch, wenn die Regeneration nicht hinterherkommt, aber deswegen sich so ein Tanzgerät anzuschaffen, ja. Ich sehe es als unsinnig an. Ich habe so ein Ding auch nirgendwo rumliegen, weil wozu? Ja. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen diese verrückte Idee mit ich lieg nachts auf der Couch und sehe morgen aus wie Hulk ausreden oder so. Ja, wie gesagt, Regenerationszwecke okay, ja. Dann aber halt bitte auch mit Sinn und Verstand und nicht einfach nur sinnlos draufkleben und sagen, ich bin morgen regeneriert, so. Da muss man da halt auch so ein bisschen sich mit Leuten unterhalten, die dann halt auch Ahnung davon haben. Und dann halt auch dieses, ja, diese Struktur fahren, wie halt so ein EMS-Regenerationsplan aussieht. Und ja, da sinnlos irgendwelche Muskulatur aufzubauen, wird nicht passieren. Ja. Vielleicht auf Stoff mit, keine Ahnung, 5 Stunden Tens am Tag oder so, aber im Hobbysport. Ja. In diesem Sinne, haut da rein, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen zu Tanzgeräten habt, so also EMS hier, Elektrostimulationstherapie, was auch immer, haut's gerne mal in die Kommentare. Ja, meistens wird ja so Reizstromgeschichten gegeben, wenn du was Schleimbeutelentzündung hast oder sowas. Da wird das häufiger gemacht, einfach aus dem Grund, dass du dann halt tatsächlich dann strukturiert diese eine Stelle ansteuern willst, dass die Durchblutung da erhöht wird, die Abfallstoffe abtransportiert werden, eventuell eine Entzündung besser durchblutet wird und dementsprechend abgebaut wird. Aber zum Muskelaufbau, ja, eher nicht. Ja. Aber wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen habt, dann haut es doch gerne in die Kommentare und ansonsten haut da rein und bleibt geschmeidig.